Freunde, ein kurzes Update, was gerade abgeht wieder. Also, ich werde jetzt gleich eine Runde Quad fahren. Bin mal gespannt, wie das wird. Also, ich bin zwar schon mal gefahren in Kambodscha, mal einen Tag. Dann waren wir aber nur auf der Straße, im Preisfeld ein bisschen. Hat aber auch mega Spaß gemacht. Und jetzt geht's ab in die Wüste. Bestimmt eine Stunde Fahrt, sowas. Und dann 3 Stunden Quad fahren. Ja, nicht schlechte. Und 15 Euro. Also. Das ist echt mega billig. Also, ich muss auch gar nichts buchen hier. Es war vielleicht vom Hostel aus. War nämlich vorher da. Morgen ist eine Gruppe da. Willst du mitgehen? Ja, okay. Ich wollte es ja eh machen. Also, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay. Mach ich mal mit. Mit 4 anderen noch vom Hostel. Ja. 3 Italiener, 1 Deutscher. Ja, sind aber ganz in Ordnung. Gespannt, wie es wird. Und vielleicht irgendwas Langes anziehe, ich weiß nicht. Zumindest Sonnencreme mitnehmen. Heute ist wieder gutes Wetter hier. Und meine GoPro nehme ich mit. Eine GoPro. Meine Sony Alpha nicht wahrscheinlich. Wegen Sand und so. Ich weiß nicht, wie es Sand wird. Und wenn die kaputt geht, wäre echt. Ja, bescheiden. Eine GoPro ist dann doppelt sicherer. Ja, da bestimmt auch gute Aufnahmen werden. Und dann sieht er gleich, wie es wird. Hm? So Leute, jetzt geht's gleich los. Gerade eine Einführung bekommen. Ja, ziemlich schnell einfach. Langsam Gas geben, alles. Ja, für die Brillen alles, habe ich jetzt extra abgezockt. 2 Euro für die Brille, für den Schal 3 Euro. War ja klar eigentlich, ja, aber gut. So ist halt doch besser. Ja, schützt dann doch. Ja, macht auch immer mehr Spaß. Fahrt dauert 50 Kilometer sowas. Ja, 3 Stunden. Macht bestimmt Spaß. Ja, das ist
Family Fish heißt es hier, ganz in der Nähe von Hostel. Ja, schmeckt doch ganz gut, ja. Aber natürlich, wenn ich sage, dass es gut geht, dann gespielt. Zurück im Hostel, das Essen war echt super. Also ich habe die vegetarische Spaghetti gegessen. Und ja, war echt lecker, hier kann man nichts sagen. War wieder ganz, ganz billig. So wie immer alles hier. Das meiste zumindest. Ja, die Quad-Tour, Safari-Tour, ja, war echt der Hammer. Also hat mega Spaß gemacht, richtig durch die Wüste zu düsen. Ja, so heiß war es auch gar nicht. Wir haben 27 Grad gehabt. Und ein bisschen, eigentlich hätte es heute Morgen schon starten sollen. Hat sich dann verschoben auf 1 Uhr und hat lange gedauert, 5 Stunden insgesamt, Stunde hin, Stunde zurück, 3 Stunden Tour, ja, ganz okay, war nicht zu heiß, Rückfahrt sogar, wurde es gegen Abend, sogar ein bisschen abgefüllt und ja, bloß wie schon gesagt, für die Maske muss man 2 Euro zahlen, für den Schal 3 Euro. Aber hat sich schon gelohnt. Für einen Schal weiß ich es nicht, aber für die Maske hat sich schon gelohnt. Also da kommt er schon richtig Staub entgegen. Also man soll ja die Fahrt ja auch ja, genießen. Sonst war es ein bisschen holprig als noch. Deswegen jetzt ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, aber ich versuche mein Bestes natürlich. Aber dennoch war mega geil. Also hat richtig Spaß gemacht, ein bisschen rumzudüsen. Ich habe extra als immer noch. Ich war einer der letzten in der Kolonne, hab dann immer die anderen vorfahren lassen, weil es richtig Gas geben konnte, um die Lücken wieder zu schließen. Und ja, war ein bisschen langsam halt dann. Man will schon schnell fahren. Ne? Und war cool, war echt cool. Kamelreihen war inbegriffen. Für die 15 Euro, ja. Zum ersten Mal Kamel geritten. Hat auch ziemlich Spaß gemacht. Ja, war ein bisschen höher als gedacht, aber sonst war ich ganz locker. Gerade eine Runde hin, Runde zurück. Ja, war nichts Wildes, aber ja. Hat's nochmal gemacht, sagen wir so. Ja, und morgen geht die Reise weiter. Ja. Es waren die im Restaurant, war ein Deutscher und 2 Australier und doch kein Italiener. Wie der eine gesagt hat. Und war ganz in Ordnung drauf. Echt super. War locker, haben wir Späßle gemacht. Und ja, morgen geht meine Reise weiter. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Ist gebucht. Ich muss das Hostel hier verlassen. Schweren Herzens. Ich hoffe, dass sie eine warme Dusche haben zumindest. Die vermisse ich schon ein bisschen, so. Ja, immer noch kalt duschen jeden Tag, muss ich sagen. Und dann bis zum nächsten Video.